Ah, jetzt, Bismillah. Und zwar, was passiert, wenn wir, sag ich jetzt mal, den täglichen Aurat nicht einhalten? Was passiert, wenn wir den täglichen Aurat nicht einhalten? Das weiß ich auch nicht. Also, ich halte ihn nie ein und es passiert nicht viel. Außer, dass du stehen bleibst. If you cannot do your aurat, you must make intention. Ist okay, wenn ich Englisch spreche, oder was? Weil wir machen immer erst Englisch und dann Deutsch. Ne? If you cannot do, you make it as much as you can. I think the first part of the wazifa you can do. Everyone can do. I think it's 10 minutes. Maybe not more than 10 minutes. The adab. There's adab and zikr. The adab for everyone is the same. And the zikr is different. Some make more, some less. But the adab is something that is so short, I think you can do it. And then you try your best to do it. Sometimes you can't do because you are busy with other things. And then you make the intention to do everything. The day, during the day, you make from 24 hours, you complete it. It's your intention. Then if you cannot make it, Allah, He completes it, or the angels complete it, or Allah gives you the thawab of a complete wazifa, inshallah. You must know that the question is wrong. It must be other question. What happens if you do the whole adab and the whole zikr? That is the question. If you do it every day, complete. And this is not all. This is combined with your action. It's combined with your action, with your character, with good deeds, with yes, with this. Then you may reach in a very short time very high aim, high stations, inshallah. It's possible. It's possible. But it is connected with your adab, with your daily adab, your behavior towards the sheikh and behavior towards brothers and sisters. Brothers and sisters, they are the ones who learning by behaving with them, how you behave with them, that is your learning, how you behave with your sheikh. Make intention. Important is in the wazifa, in the adab, or I don't know, maybe they don't write it explicitly, but I am doing the Rabita, Rabita to Sharifa, after the Astaghfirullah. For instance, you can make after the Astaghfirullah, you make a few minutes for Rabita. You connect your heart with your Sheikh. Try to find the connection. And the connection, that is the most important. All the wazifa should be with in connection with the heart of the Sheikh. All of it. Your prayers also, they should be with the connection of the heart of your sheikh. Your actions also, they should be in connection with the heart of your sheikh. Your thinking also should be in connection with the heart of your sheikh. That is, if you can do as much as you can, that is a good, gives you better quality for your zikr, for your prayer, for your doings, for
for your thinking. And it is preparing you or leading you to Ihsan. Ihsan is the basic foundation of Tasawwuf, no? Foundation of Tariqa, Ihsan. That you do the things that you see Allah in front of you. If you don't see Him, you know that He sees you. Your Shaykh is, he has that. He may see you in every situation. Yeah, He see you. They see you, Astaghfirullah, they see you. If someone is, some gentleman is with his spouse, with his wife, at night, or somewhere, or at night, he whispers something sweet, nice, he whispers in the ear of his wife, coming like thunder to the Sheikh. This is nothing. Thunder. That is what the Sheikh said. We are only saying, we have no ideas, we are saying only what the Sheikh said. So everyone can look like a thunder, he hears it. Ein schwaches Bild hier heute. Yes? You understand? Hast verstanden? So it's good to make rabita with the Sheikh. To see the Sheikh in front of you. It's in your heart. Yeah? It keeps your adab. Keeps your adab. Training you, training on the path. On the path of love, path of truth, and your progress. What you want is progressing. No, that is what you want. That is why you are fearing. You fear, oh, what happened? I didn't do my wazifa, or I never did it. Or so for some months, some years, I cannot never complete it. Every time I do something else with for dunya. Yes? It's dunya. That is the deal. You are with dunya, you forget your wazifa. Or you are busy with dunya, you can't complete your wazifa. Make something, what you can keep. Not too much, too high aspiration, you know, now I do everything and then next week I do nothing. Try to find a medium, what you think during your daily life you can do. And do it every day, regularly. Regularity is more important than high number, and then after next week there's low number, third week is no number. Then again a high number, like this, like that. It is better to find something what you can do every day, regularly, not leaving it. Okay? Yes, Lazaro, you understand? Yes. Huh? Was that? This week to see the picture, it's a good reminder to pray. If you see the picture, yeah, reminds you of the Sheikh. Huh? I remind him to pray. What? Reminds him to make the ibadah or something. To make what? To pray. To make ibadah. To ask for prayer. Yes, what about the prayer? Das Bild ist eine gute Erinnerung, dass man betet. Er sieht das Bild und dann denkt er, oh, ich muss beten. Ah, okay, yes. The
they are watching you. Yeah, yeah. For everything, not only prayer, for everything. For everything you are remembered. The picture. Or when you think about your Sheikh also, he's reminding you of everything. Everything. That is okay. There's a picture of the Sheikh, it's okay. Other pictures, they are not okay. Auf Deutsch war die Frage, auf Deutsch hat unser Bruder gestellt, Bismillahirrahmanirrahim, was passiert, wenn ich mein Wazifa nicht einhalte? Ne? Wenn ich das nicht einhalten kann oder nicht einhalte. Und wenn du es nicht einhalten kannst, dann versuchst du es natürlich. Du versuchst es einzuhalten. Du machst jeden Tag Niyat, die Absicht. Die Absicht, ein tägliches Wazifa, ist ein tägliches Wazifa, eine tägliche Verbindung. Da sind viele Geheimnisse drin und viele, kann sehr großer Fortschritt sein. Wenn der gefragt, man kann auch fragen, die umgekehrt, was passiert, wenn ich meinen Wazifa einhalte, jeden Tag. Dann passiert, dass du die höchsten Stufen erreichst, in kürzester Zeit. Verbunden mit gutem Adab, verbunden mit gutem Charakter, mit guten Taten. Ja. Das alles verbunden mit dem Einhalten des Wazifa kann dich in kürzester Zeit, so hat der Großscheich das erläutert, in kürzester Zeit dich auf die höchsten Stufen bringen. Ja. Deswegen ist wichtig natürlich, dass wir es einhalten. Ja. Aber ohne gute Taten und verbunden mit schlechten Taten nützt es auch nichts. Dann baust du es auf und dann geht es wieder alles verloren. Durch schlechte Taten. Alles, was du aufgebaut hast, geht dann wieder verloren. Ja, also wenn man, deswegen ist gut, wenn man sein tägliches Sikr muss man erstmal machen, egal wie. Und das Adab zum Beispiel kann jeder einhalten. Das ist ja Adab und Sikr. Das Wazifa besteht aus Adab und Sikr. Und das Adab, wie jeder weiß, ist kurz und es dauert 10 Minuten. Das kann jeder einhalten. Das kann jeder machen. Sollte man jeden Tag keinen Tag vergehen lassen, wo man sich das mindestens gemacht hat. Und dann ein Sikr, was man einhalten kann möglichst. Nicht viel hohe Inspiration, plötzlich möchte ich jetzt ganz schnell vorwärts kommen. Hohe Zahlen, ja, lieber in der Mitte bleiben, aber mit Garantie, dass man es jeden Tag machen kann. Ja, das Regelmäßige, das tägliche Wiederholen des Wazifas ist wichtiger als einmal himmelhoch jauchzend und dann wieder zu Tode betrübt, sozusagen gar nichts. Einmal viel, dann wieder nichts. Ja, es ist besser täglich, da ist ein Geheimnis drin und Baraka drin, wenn man regelmäßig sein Sikr macht. Und in diesem Adab auch, oder ich weiß nicht, die Leute machen es verschieden, es ist nicht ausdrücklich gesagt oder angegeben, aber viele machen das, die Rabita to Sharifa, die ist ja da drin, Rabita. Auch eine tägliche Sache, dass man täglich sein Herz mit dem Herzen des Scheichs verbindet. Ja, und viele machen es nach dem Astaghfirullah, von dem Adab, nach den 70 Astaghfirullah. Dann machen sie Rabita to Sharifa ein paar Minuten, ja, dass man sein Herz zum Herzen des Scheichs gesellt. Ja, das ist sehr wichtig, die Connection. Und ja, das Rabita soll dazu führen, dass man immer mehr Rabita macht, weil das Rabita ist natürlich eine große Hilfe. Dass das Herz des Scheichs mit deinem Herzen ist, ja, das gibt dir bessere Qualität von deinem Sikr, von deinen Taten auch. In den Taten sollte man auch mit dem Scheich sein. Im Gebet sollte man auch Rabita mit dem Scheich haben.
im Sikkel, was man dann macht anschließend, in allem, wenn es geht. Und so viel wie möglich. Aber ausdrücklich muss es mindestens, Minimum, im Sikkel, im Adab, dass man ein paar Minuten ausdrücklich und explizit sein Herz mit dem, zum Herzen des Scheichs gesellen, mit dem Adab dazu. Ja, das ist wichtig. Und dann sollte man so viel wie möglich mit dem Herzen beim Scheich sein, so viel man kann, weil es bereitet den Schüler, den Aspiranten darauf vor, auf die Stufe des Ihsan. Ja, und Ihsan ist die Grundlage von Tasawuf, die Grundlage von Tariqa. Ja, das Ihsan, das ist Handeln, als wenn du Allah vor dir siehst und wenn du ihn nicht siehst, zu wissen, dass er dich sieht, dass er immer da ist, immer sieht. Ja, und dein Scheich hat diese Qualität. Allah gibt seinen Freunden, seinen Nahestehenden, was er will und wie er will. So wie er den Propheten das gegeben hat, sallallahu alaihi wasallam, so haben es die Heiligen bekommen, die Auliya Kiram. Ja, sie sind in der Lage, mit dem Murid zu sein, in jeder Situation und überall. Wir haben das Beispiel gebracht, unser Sheikh Nazim hat uns damals so ein Beispiel gebracht, dass sie hören und sehen mit dem Schüler, ja, dass wenn einer verheiratet, ein Schüler, ein Murid ist verheiratet und er flüstert des Nachts süße Worte in das Ohr seiner Ehefrau, dann kommt dieses geflüsterte Wort, landet im Ohr des Scheichs wie ein Donner des Gewitters, also unverkennbar. Das haben sie gesagt. Muss man sich überlegen, was das bedeutet. Du musst gut aufpassen, was du sagst. Und was du tust. Und was du denkst sogar. Das Denken kommt auch an. Sogar das Denken bleibt nicht verborgen. Bleibt dem verborgen? Bleibt Allah verborgen, das ist dein Denken? Deine Haltungen, deine Wünsche, dein Denken, deine Zwiesprache mit deinem Nafs, mit ich weiß nicht was, bleibt Allah verborgen? Bleibt ihm nicht verborgen. Und er gibt diese Qualitäten des Allhörens, Allsehens, Allerfassens, wie er will und wann er will und welcher Situation er will, seinen Dienern, seinen ihm nahestehenden Dienern, damit sie der Umma gut tun, damit sie die Umma erziehen, damit sie die Umma auf den Weg bringen, auf den guten Weg bringen, zur Wahrheit bringen. Dafür ist es da. Deswegen soll man so viel sein Bewusstsein mit seinem Scheich. Das ist der Schutz und die Führung. Ja, möge Allah uns beschützen, inshallah, unsere Herzen schützen vor Shaitan, vor Dunya, vor Hawa, Nafsa, Marra, Bisu und uns mit den Sadiqin sein lassen, mit den Vertrauenswürdigen und speziell mit unserem Sheikh, Marana Sheikh, mit ihm zu sein in allen Situationen, inshallah. Wa min Allahu Tawfiq bi Rahmat al-Fatiha. Takabbal Allah.